Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Inni hier und herzlich willkommen zu meinen Premier League Team of the Season Rewards. Ja, meine lieben Freunde, heute knallt es richtig, denn es gibt das beste TOTS in diesem EAFC-Jahr zu ziehen, nämlich das Premier League TOTS. Wir haben so unglaublich krasse Spieler am Start und jetzt lohnt es sich wie noch nie zuvor, die Weekend League endlich mal wieder zu grinden. Und ich muss sagen, es hat so einen Spaß gemacht. Klar, viele Gegner sind verölt, alles ist verschwitzt, aber ich kann euch hier schon mal sagen, wir haben es geschafft. 16 Siege back-to-back zu holen und die Rewards, da würde ich gar nicht erst anfangen, Leute. Zieht euch das Video rein, es wird krass werden, es wird geil werden. Heute hat es reingeschallert, deswegen Leute, Daumen da lassen, abonniert den Kanal. Es kommen morgen, oder ich weiß nicht, ob heute oder morgen, aber ich denke morgen kommt ein Stadion-Vlog online, Bayern-Real, dann kommt Dortmund gegen Paris. Also bei allen Spielen bin ich am Start und dann werde ich natürlich auch Videos machen für euch, die ihr unbedingt abchecken müsst. Und dann würde ich sagen, Leute, viel Spaß mit dem Video. Wir gehen rein. Let's go. Komm, Leute, 86 mal 2. Das muss gönnen jetzt. Komm, gönnen, Tots. Ja! Lol. Polen. Lewandowski. Pager Laser. Pager Laser. Komm, dahinter haben wir was. Mbappé! Oh. Ich höre das aus, Mbappé. Estupinan, Alter. Ich schwöre, wie so ein Zauberspruch. Estupinan. Schade. Mbappé hätte ich gefühlt. Okay, wir gehen rein. Garantiertes Live-Tots-Pack. Komm, vom ersten Team of the Season. Gönn mir jetzt was Geiles. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Irgendwas braucht... Oh nein. Das ist doch nicht wahr, oder? Ach du Scheiße. Unglaublich, Alter. Unglaublich. Terland einfach. Komm, wir gehen rein. 83 mal 7. Premier League oder Barclays Women Super League. Komm schon, ich will jetzt hier einen Tots ziehen, Alter. Bitte, hier ein Tots wäre big. Wäre big? Komm. England? IV? Oh nein, es ist White. Und ein Doppeltotz. Mann, ich zieh Doppelfrau. Warum nicht eine komplett Premier League? So ein Saliba oder so. Irgendwas. Schade, 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 schade. 82 mal 20. Komm, gönn mir einen Tots. Ja. Portugal. Stürmer? Ronaldo, aber kein Tots. Ich dachte gerade Ronaldo Tots. Junge, wie geil das aussah. Ey, das war die Tots-Animation. Wer ist das denn? Ach du Scheiße, ein Dreier, Alter. Mit deiner Ach, ich sag gar nichts mehr, Alter. Mein Gott, Alter. Oh, traurig. Meine Damen und Herren, es ist soweit. 16-4 haben wir geholt. Back-to-back, Rang 3. Eieiei, wir haben diese Packs und Picks zur Auswahl. Zum Premier League Tots. 1 von 4, PL Tots. 85 mal 3 mal 2, 100k, 125. Und ein Tradable, was ganz wichtig ist. Dreier-Set. Sehr, sehr nice. Und guckt euch mal dazu an, was es für ein Team zu ziehen gibt. Ich glaube, das ist das beste Team of the Season, was man ziehen kann. Haaland haben wir, Son, Foden, Saka. Ey, ich will irgendeinen ziehen von denen. Irgendeinen. Ich bin gespannt. Und Palmas auch krass. Ey, wirklich. Also hier kann man ja eigentlich nur was Geiles ziehen. Sag ich dir ehrlich. Sehr geiles Team. Es geht rein. 1 von 4. R3 Pick. Erster Pick. Wir klicken drauf. Guck weg. Den wir ziehen ist... Ui, Garnacho. Let's go, Alter. Der ist geil. Hat sich schon mal jetzt gelohnt, Weekend League zu zocken für Garnacho. Was kostet er? Der kostet auch bestimmt seine 400k, oder? Garnacho, was kostet er? Costa Quanta? Jetzt schon W, ehrlich. Jetzt schon W. Costa Quanta. Oh, 380k. Nehme ich mit. Ist gut. Okay, zweiter Pick ist... Oh, Estupinan, Alter. Ich schwöre es dir wirklich. Immer wenn ich diesen Namen sehe, direkt den hier. Dieser Film. Estupiando. Egal, wir haben noch zwei vor uns im ersten Pick. Und Garnacho ist schon mal sehr gut. Der ist schon mal sehr gut. Stupor. Und... Ey, Gabriel, 50k. Das war einer von den Schlechten, der auf der Reserve war. Das ist einfach dreier Rünger als ich. Guck mal, jetzt kommt der Van Dijk. Wenn ich jetzt Van Dijk ziehe, kommt er zum BVB. Hier habt ihr es zuerst gehört, okay? Van Dijk zum BVB. Gerüchte, Küche, brodelt, wird wahr. Boom. Er sagt so, McAllister redet für Van Dijk. Er sagt so, habt ihr einen Arsch offen? Hier, stopp. Was für Van Dijk kommt zu euch? Stopp. Egal, wenn ich... Ey, Junge, ich habe Angst, dass ich immer einen falsch nehme hier. 1, 2, 3. Okay, ich bin auf Garnacho, ne? Junge, ich habe mal Angst, dass ich den Falschen nehme, ehrlich. Aber Garnacho ist gut, ich bin zufrieden. Erster Pick, Garnacho, kann man mitnehmen. 400k. Okay, zweiter Pick öffnet sich jetzt. Und zweiter Pick? Oh, Watkins. Der ist doch... Junge, das sind diese 50k-Spieler, Alter, die man nicht ziehen will. Ollie Watkins. Zweiter Pick, boom! Ey, wirklich, Alter, dieser Harry Potter, Hermine. Der geht mir auf den Sack. Ich drücke in 3, 2, 1, boom. So, Chat, jetzt seid ihr an der Reihe. Schreibt rein, wen ich gezogen habe. Bitte schreibt ihr was Geiles rein, Van Dijk oder so. Müll? Arsenal IV? Ach nein, nicht wieder Gabriel, oder? Scheiße. Boah, der zweite Pick ist bisher Schrott, ne? Letzter Spot, Sucker, habe ich gesagt. Egal, ich muss mir jetzt den Herz zaubern. Expelliarmus. Ach ja.
Scheiße. Okay, gut. Ich glaube, dann müssen wir wohl mit Alisson gehen, Freunde. Ja, weil wegen Rating. Aber ja, immerhin, Garnacho, immerhin, der ist gut. Nehme ich mit, nehme ich mit. Okay, Leute, jetzt ist es soweit. Guck mal, 85 mal 3 mal 2 mal 2 mal 4 mal 6. Premier League 3er Set, 100k, 125k. Komm, wir gehen jetzt rein mit den 125k und so Packs. Komm jetzt, Tots! Mann, die Tradables, die gönnen einfach nicht. Immerhin, nicht mal Alex morgen, Alter. Alex übermorgen, Alex gestern. Nicht mal Walkout, oder? Ja, cool. Sauerbrunnen. Sauerteig, cool. Okay, 125k, jetzt gönn mal hier wenigstens einen Tots, Alter. Bitte, nicht wieder diese Sauerkraut. Komm, ja, Tots. Deutschland, ist das Watkins? Nein, das ist Kimmich. Das ist, oh, wie heißt die nochmal? Der Oberdorf, Winterdorf. Mbappé, wer ist das? Ah, Chucho Hernandez, Alter. Chucho Hernandez, Alter, Chucho. Ja, ist immerhin tradable, aber kostet nichts. Kann ich mitnehmen. Sah einfach aus wie Mbappé, ne? 84 mal 2, als nächstes. Ja, sah aus wie Mbappé, mein Gott, Alter. England LF, Sterling oder Dingens. Grealish, Jack. Ja, Untrade. Oh. Noch ein 85 mal 2. Es muss doch nochmal hier was kommen. Ey. Luka Modric. Ist es ein Double Walkout oder nicht? Komm. Komm. Jawohl, Double Walkout ist gut. Schon mal gutes Futter. Dahinter. Dreh dich doch mal um. Oh, Harry Kane nehme ich mit. Stark. Gutes Rating. Gutes Rating. Gutes Rating. Boah, ich hoffe nicht, Dreier setzt Alisson Gabriel oder so, ne? Okay, 85 mal 2 tradable. Tradable. Wieder keiner. Deutschland, ZM, Toni Kroos. Ja, jetzt kommt ganz Madrid, Alter. Ganz Madrid. Warum nicht zum La Liga-Tots? 85 mal 3. Die letzten drei Packs. Boah, wieder kein Tots. Mbappé vielleicht? Ach Gott. Ach du Heiliger, kommt dieser Renat, Lennart, Menard und Stones wieder, komplett stoned. Komm schon, 86 mal 3, 3 Walkouts, komm. Ey, ist das krass, Alter, ist das krass. Keinen Tots im 86 mal 3. Ey, wen wollen die denn verarschen? Da kann ja nur Mbappé dahinter sein jetzt. Würde ich mitnehmen, Mbappé Gold? Komm. Ach, ist wieder Winterdorf. Hegerberg, ach Gott, Alter, die Tots bekommen hat. Ich kann das doch alles nicht mehr, Chat. Okay, jetzt kommt das wahrscheinlich, also zu ziehende beste Dreier-Tots-Pack, denn es ist Premier League angesagt. Und ich glaube nicht, dass ein Team of the Season besser sein wird. Höchstens das Best-of natürlich. Aber jetzt heißt es Herzrasen, Alter. Es gibt so viele Spieler, die über 1 Million wert sind. Ich brauche jetzt einen. Er ist tradable. Ich kann ihn verkaufen oder selber spielen. Wir gehen rein, Leute. Komm, mit der Nase. Let's go. Oh mein Gott, Digga. Es geht los. Agent Garnacho, let's go. Stark. Schon mal 400k. Ist gut. Komm. Komm schon. Dreh dich. Und hol noch Haaland. Geil, Alter. Heung-min Son. Oha, was ist das denn für ein Pack, Alter? Verdammte Scheiße. Och du Scheiße. Heung-min Son. Boom. Was kostet der? 1,4 Millionen. Da, da bin ich. Oh mein Gott, dickes W, Alter. Was zur Hölle? Was? Garnacho und Heung-min Son. Wenn jetzt noch Nkunku dahinter ist, ich lass den stehen. Er soll sich selber nackig machen. Hat sich gelohnt, Alter, zu 16. Heftig, Alter. Mit Garnacho wäre ich schon auch zufrieden gewesen. 400k, aber noch 1,3 Millionen dahinter. Guck jetzt noch Son. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was? 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 Noch ein Nkunku da drin? Okay, der kostet... Ich hab gedacht, ein Nkunku kostet 500k. Der kostet ja nur 100k, ein Nkunku, hä? Okay, ist trotzdem gut. Aber ich dachte mir, hä? Ich dachte, der kostet jetzt auch 1 Million. Ach, du Scheiße, Alter. Alter, 2 Millionen Coinspack ist das. Ein Nkunku kostet 185. Garnacho kostet 300. Und Son 1,3. Alter, was ein Pack. Also, das war ein heftiges Dreier-Pack. Und ja, Freunde, das war's von meinen Premier League Tots Rewards. Also, ich bin mehr als zufrieden. Heftig. Für eine Arschbombe hat es nicht gereicht. Der Tisch, wenn da jetzt ein Van Dijk gewesen wäre, hätte ich eine Überraschung gemacht, wäre eine Arschbombe gekommen, sage ich euch ehrlich. Aber die drei bin ich auch super zufrieden. Es hat sich gelohnt zu schwitzen in die Weekend League und so soll es doch bitte immer sein. Jede Weekend League wird so viel mehr Spaß machen, wenn man weiß, man kann auch was Gutes ziehen. Aber das ist von 12 Monaten, ist es 10 Monate nicht der Fall. Und das ist halt einfach schade. Guck mal, wie Bock das gemacht hat. Wir haben jetzt 16 Siege geholt, haben so viel Münzen rausgeholt. GG's in den Chat. Das war's vom Video, Leute. Ernesto Valverde ist raus und ciao.